Wir wollten ihnen Angst machen. So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront 2. Oh, der ist schon halb kaputt. Unser Kumpel da vorne. Ja, noch ein bisschen mehr Gas geben wahrscheinlich. Naja, weil Raumschlacht habe ich im Multiplayer schon ziemlich geübt, aber nicht immer bis zum Ende nicht geschafft. Deswegen mal gucken, was das jetzt hier wird. Die Explosion des Todessterns hat die Corvus beschädigt. Triebwerke ausgefallen. Reparatur läuft. Der Admiral hat die Rendezvous-Koordinaten. Vorsicht, Trümmer! Was natürlich ganz geil ist. Okay, jetzt habe ich scheiß Brot. Was ganz geil ist, dass wir selber jetzt fliegen können, dass das alles eine Szene ist. Ich orte mehrere Schiffssignale außerhalb des Trümmerfelds. Auch welche vom Imperium? Nicht viele. Die sind geflohen oder wurden zerstört. Und der Sternzerstörer des Admirals? Die Schnitter befindet sich in der Nähe der Corvus. Anscheinend ist sie voll funktionsfähig. Wenigstens ist Hast nicht allein auf der Corvus. Vielleicht schaffen wir es doch noch lebend hier raus. Da hinten sieht es ja schon ein bisschen besser aus. Oh, ja, ist das denn hier von dem Gerät? Wir nähern uns der Corvus. Wie ist der Status der Triebwerke? Ioneninjektoren bei 60%. Ich leite Schildenergie um, damit die Triebwerke zünden. Commander Jäger im Anflug. Und Bomber, die Corvus beschützen. Sie hat keine Schilde. Das ist jetzt nicht so das Ding. Die fliegen echt einfach. Die Bomber starten ihren Angriff. Nicht mehr. Zwei sind noch rüber. Der dich vielleicht treffen soll. Wo sind denn die? Ach, hier kommt den Bomber, schalten wir mal eben aus. Super, einer ist weg. Der Abschuss geht an dich. Das wird Ihnen eine Lehre sein. So, zweite Bombe auf. Und der dritte noch da vorne ist. Jetzt fliege ich fast in ihn rein, weil ich viel schneller. Statusbericht! Wir haben die Rendezvous-Koordinaten. Cool, wir verteidigen. Sie bekommen Zeit. Können wir ein paar Bomber? Die nehmen wir direkt mal aus. So, und der letzte. Dass sie keine Chance haben, überhaupt eine Bombe zu werfen. Wo denn? Achso, oh, jetzt sind es vier. Jäger zerstört! Ich bin viel zu schnell, Alter. Erstmal bremsen hier. Komm her, zack, der ist weg. Und die beiden noch. Ich weiß gar nicht, wo die Corvus ist. Oh nein! Oh, bin ich bekloppt! Ich hab das nicht gesehen. Och nö, nochmal alles von vorne. Ich hab das echt nicht gesehen, Alter. Was soll das denn? Okay, na, ich weiß nicht, wo wir jetzt anfangen müssen. Agent Hask, wir nähern uns der Corvus. Scheiße, Mann. Wie ist der Status der Triebwerke? Ioneninjektoren bei 60%. Ich leite Schildenergie um, damit die Triebwerke zünden. Commander Jäger im Anflug. So, guck mal, was da eben. Die Corvus beschützen. Sie hat keine Schilde. Das war gerade einfach der dümmste Tod. Nicht schlecht. Vom ganzen Let's Play wahrscheinlich. Die Bomber starten ihren Angriff. Ich bin vielleicht schon mal fast reingeflogen. So, weg. Das wäre erledigt. Weg. Und so getroffen, aber immerhin auch. Hask, Statusbericht. Hörst du auf mich jetzt anzuschießen hier? Aber die Triebwerke laufen noch nicht. Sie bekommen Zeit. Miko, wir schalten die Bomber aus. Super. Auf meinem Scanner sind noch mehr Bomber. Jetzt kommen wir mal die vier hier, die hatten wir ja vorhin auch schon. Müsste jetzt eigentlich was werden. Okay, jetzt schieße ich erstmal den hier ab. Gehen wir alle von hinten ein bisschen auf den Piss. Ein Gegner weniger. Muss ich mal gucken, dass ich nicht wieder irgendwo reinfliege. Das wäre ziemlich ärgerlich.
einer ist weg. Das zweite ist auch weg. Schießen sie wieder von hinten. Die Bomber zerlegen die Korvus. Mann, ich werd beschossen hier, Alter. Und ich weiß nicht von wo. Da. Du schießt auf mich oder was? Was soll denn das? Fuck. Da muss ich den wahrscheinlich los. Stell mich hier gleich. Direkter Treffer. Wir können nicht gegen die Y-Flügler bestehen. Das macht uns die Kacke hier. Commander, ich brauche Hilfe bei diesen Bombern. Ich frag mich, wie viele Rebellen es überhaupt gibt. Aber eigentlich waren das ja nur so ein paar. Mann, Alter, ich komm da nicht ran. Vielleicht haben wir verloren. Jetzt komm her. Jawohl. Triebwerke laufen jetzt, Commander. Perfektes Timing. Agent Miko zur Corvus, ich bin direkt hinter Ihnen. Commander Versio, befehlen Sie Ihrem Schiff den Rückzug und kommen Sie dann auf die Schnitter. Sir? Geheimbefehle, Commander. Ich weise Sie persönlich ein. Ja, Admiral. Boah, wird mir schlecht dabei. Inferno-Trupp. Der Admiral und ich stoßen später dazu. Verstanden, Commander. Okay, wo jetzt? Okay, wir haben es geschafft. Nice. Meilensteinabschluss, die Schlacht von Endor. Top. Sie wollten mich sehen, Sir? Nur zu. Der Imperator ist tot. Und was passiert jetzt? Wir schlagen zurück, Commander. Das Imperium wird die Wurzel des lächerlichen Selbstvertrauens der Rebellen mit Stumpf und Stiel ausreißen. Sag mir, Aiden, was ist die Quelle Ihres Glaubens? Hoffnung. Hm. Korrekt. Die Präsenz des Abgesandten ist eine Ehre. Eine, die ich mit meiner Tochter teile. Admiral Versio, Operation Asche muss sofort beginnen. Widerstand. Rebellion. Ungehorsam. Dies sind Konzepte, die keinesfalls weiter bestehen dürfen. Sie sind lediglich eins der Werkzeuge, die diese Ideen tilgen werden. Ja, das ist mein Abgesandter. Er wird Ihnen den Weg zu Ihrem Ziel weisen. Operation Asche ist der letzte Befehl des Imperators. Und der erste Schritt in eine neue Zukunft. Inferno ist unerlässlich für unseren Erfolg. Was ist das Ziel? Sie sind nicht verifiziert. Die Information kann warten. Vorerst. Das hier ist dein nächster Auftrag. Er ist ungewöhnlich. Aber es sind auch ungewöhnliche Zeiten. Los, Commander. Was du am besten kannst. Zur Vorbereitung auf Operation Asche wurden wir zur Fondor-Werft beordert. Agent Husk, Sie und ich beschaffen experimentelle Satelliten für den Sternenzerstörer Dauntless und sorgen für die Sicherheit von Moff Wraith. Agent Miko, Sie haben die Corvus. So, Fondor. Imperiale Werft. Los geht's. Commander, die Satelliten wurden gesichert. Gute Arbeit. Moff Wraith hat berichtet, Operation Asche kann laufen wie geplant. Achtung!
Sternenzerstörer sichern. Operation Asche muss geheim bleiben. Okay, ich würde sagen, die Rebellen haben Bock. Fangen Sie die feindliche Korvette an. Und ich keins mehr. Momentan auf dieses Raumkampfzeug, Alter, weil ich die ganze Zeit abgeschossen werde. Agent Miko, greifen Sie die Schiffe an. Ja, Commander. Wie denn, Mann? Ich sehe den doch gar nicht. Ja. Ach, ist das nicht dieses Schiff, was in Teil. Ach ne, wir befinden uns ja gerade nach Teil 4. Nach Teil 6 befinden wir uns. Aber das ist dieses Schiff, was nach Teil bei Teil 4, glaube ich, eingefangen wird da. Wenn der Raider kommt. Oh, komm. Feierabend. Jetzt wäre ich doch fast selber gestorben. Blockadebrecher zerstört! Commander Percio! Hier spricht North Raid! Ionenkanonen der Rebellen haben die Dauntless deaktiviert! Commander, ein paar Rebellentransporter sind unterwegs zur Dauntless. Ich muss eigentlich was kaputt machen. Hindert sie daran, an Bord der Dauntless zu kommen. Ich schalte sie dann aus. Dann werde ich Rebellentransporte abschließen. Ab davon. Mal sehen, wie groß die sind. So, es geht. Reite feindlichen Transporter an. Er versucht auszuweichen. Nur, der ist kaputt. Bevor er an Bord kommt. Kann ich hier durchfliegen? Ja, ne? Schon wieder ein Schiff. Suchen noch immer zwei die Station ab. Halten Sie sie auf, bevor Sie auf mein Schiff kommen. Alles im das Gute ist, dass mein Schiff sich relativ schnell wieder regeneriert. Ja, Commander. Das wird es, glaube ich, hier nicht überstehen. Das, ich verlange die Entfernung der Schiffe. Das waren alle. Echt? Die nee. Muss ihre Energie wieder herstellen. Eigentlich müssen alle noch da sein. Wir müssen die Ionenkanonen ausschalten. Sieht uns aus wie über Coruscant. Ja, Commander. Dann dezimieren wir die Rebellen. Bei allem Respekt, Sir. Sobald Ihre Systeme online sind, sollten Sie mit den Satelliten abziehen. Feigling, kommt nicht in Frage. Agent Husk, feindliche Jäger nähern sich. Der heißt ja Husk, aber Hux ist doch der aus Star Wars. Das muss jetzt wahrscheinlich wieder anders sein. Ich glaube nicht, dass einfach hier General Husk, der dann irgendwie der Boss von der Ersten Ordnung ist, einfach hier rumhampelt. Aufgabe ist. So, da. Passt. Keine Ahnung. Was fliegt da einfach unter mir durch, Alter? Wollt ihr mir helfen? Ich weiß gar nicht, wo er hin will. Ich glaube, ich muss ihn einfach nur beschützen. Commander, ich werde verfolgt! Auf dem Weg. Brauche freies Schussfeld. Ich locke ihn in die Station. Gut, das Schussfeld. Ging ja hoch wie Silvesterraketen. Ja, komm. Jetzt nicht mehr. Vielleicht kriegst du mal vernünftig. Wer fliegt denn in diesem Ding rum, Alter? Danke für die Hilfe, Commander. Zeit, die Ionenkanonen auszuschalten. Alles klar, Commander. Der Hangar ist frei. Aber das ist extrem geil. Ich gehe auf das feindliche Schiff. Sieht doch geil aus. Passt, auf mein Kommando stoßen Sie zu mir. Bis dahin decken Sie die Dauntless. Ja, Commander. So, dann gehen wir mal an Bord von dem großen Ding da. Und was sich da so ergibt. Aber das machen wir in der nächsten Folge, Freunde. Deswegen bis dahin. Ciao.